Okay. Wir können ja später mal den Boss ausprobieren. Weil der Boss hatte, so wie es scheint, wenn ich, nachdem ich ihn angegriffen habe, wenig Lebensmittel gehabt. Das heißt, ich hatte nur Pech gehabt, weil ich gar nicht weiß, gegen welchen Boss ich gekämpft habe. Und ich die ganzen Attacken nicht kenne. Deswegen, was passiert denn jetzt? Und ich denke, beim zweiten Mal wird es besser klappen. Aber wir machen erst ein bisschen Story weiter, weil wir können die ganzen Bosse immer noch kämpfen. Deswegen ist es kein Problem. Wir haben ja den Weg gut freigeschaltet. Dann bin ich auch gespannt, welche Gegner jetzt kämpfen. Was ist dieser Platz? Dieser Platz hat eine komplette, eine andere Atmosphäre. Wurde dieser Platz wirklich von meiner Schwester kreiert? Sie hat ihr schönes Sanktum zu dem hier verwandelt. Mit der Kraft der Unendlichkeit heißt das. Schwester, hast du auch Angst? Schwester, ich komme zu dir. Warte auf mich. Anderer Region. Schwester, muss am Ende dieser Platz sein. Lass das machen. Ich bin offiziell ein bisschen verwirrt. Will die Schwester uns ein bisschen irgendwo hinlocken? Zeit schinden oder wie soll ich das verstehen? Weil ich dachte, sie wartet dann am Ende ihrer eigenen Region. Jetzt hat sie uns hierhin befördert. Meinetwegen. Au. Pferd. Okay, die greifen nur random an. Was die können, kann ich auch. Ich kann auch diesen Ruckzuck-Hieb-Angriff. Ah, okay, das sind diese Engel, die uns heilen. Komm her, Gegner. Ich habe was Schönes für euch, und zwar eine Via-Attacke. So, dann können wir schnell nach vorne preschen. Au. Irgendwie habe ich keinen getroffen. So. Was? Die an meiner anderen Attacken sehen ganz anders aus. WTF? Lol. Gut getroffen, Gegner. Muss man schon lassen. Ich versuche, die anderen Karten ein bisschen besser zu benutzen. Ah, okay. Ich setze gleich wieder meinen E-Angriff ein. Wenn die Gegnerzahl stimmt, dann setze ich meinen Erdengriff rein. Okay.
Jau, wie das aussieht, krass. Bam. Ja, wir crashen uns einfach durch. Wir haben hier Engel, die uns einfach so ignorieren. Können wir auch direkt weitermachen. Bam! Na komm, wir holen unsere MP-Bildchen, können wir gleich wieder weiter angreifen. Läuft doch. Wir feschen einfach durch, das ist unglaublich. Ah, wir haben uns gegenseitig gekontert. Nice. Alter. Na na, Gegner. So leicht nicht. Anscheinend kommen wir links nicht weiter. Wir müssen wohl nach oben. Okay, hier sind wir auf der linken Seite. Fragezeichen. Ah, die wieder. Hallo. So, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch nach oben weiter. Ja. Ja, genau. Okay. Gut, dann haben wir uns einen zweiwöchigen Speicherplatz. Ich weiß nicht, was danach passiert. Dann können wir erstmal Hardmode Pro ausprobieren. Uns erwartet nämlich ein Major Boss Gegner, sage ich mal. Und mal sehen, wie sich dieser Boss denn so macht. Ich weiß es nicht. Schwester Margaretta. Kämpfen wir jetzt gegen sie? Ich habe dich erwartet. Komm. Ich habe die volle Kontrolle von Unendlichkeit übernommen. Da gibt es keinen Grund, um mich Sorgen zu machen. Noch ein bisschen mehr, dann können wir für immer zusammen sein. Mit der Hilfe von Unendlichkeit. Als deine kleine Schwester werde ich dich aufhalten. Mich aufhalten für was? Ich werde dich von der Unendlichkeit befreien. Und zusammen werden wir zurückkehren. Ich fürchte, das ist ab jenseits deiner Kräfte. Das ist vielleicht wahr. Aber Hoffnung wird enden, wenn ich es nicht versuche. Denn wenn ich es nicht versuche, dann habe ich schon längst verloren. Dann versuch dein Bestes. Aber sie scheint wirklich. Die Kontrolle zu haben. Ich will sie nicht kämpfen. Ich will gegen sie nicht kämpfen. Gibt es nicht keinen anderen Weg? Kann ich denn. Sie macht ja selber auch nichts. Sie will, dass wir sie besiegen. Und das ist zu traurig. Ich meine, sie hat nur dreimal angegriffen, macht jetzt gar nichts. Okay. Sie will es wohl. Und wir wollten es auch. Thank you.
Dann Magelletter. Okay, sie kann sich teleportieren. Wahrscheinlich war es nur ihre Aufwärmphase. Ihre Angriffe sind auf jeden Fall... Okay. Okay. Na gut, versuchen wir nochmal einen Hard-Modus. Ich finde, ihre Attacken sind geil. Ihre Strategie ist geil. Ja, schade, dass wir die Gespräche nicht überspringen können, weil wir haben die schon mal gesehen. Aber wie gesagt, sie scheint doch die Kontrolle zu haben. Daran kann man irgendwie nicht zweifeln. Oder ist sie doch kontrolliert? Versuchen ihre Erinnerung gegen uns zu benutzen. Au. Okay, wir müssen ein bisschen strategischer vorgehen. Und zwar, wenn wir nämlich den Q-Angriff vorteilhafter benutzen. Ich weiß nicht, ob wir, wenn sie uns nämlich mit den Steinen umzingelt, dass wir diese Steine mit dem ultimativen Angriff alle auf einmal besiegen können. Wahrscheinlich müssen wir die Steine mit unserem Schwert berühren. Gut, geben wir unser Bestes. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Ja, jetzt kommt's. Ah, Scheiße. Mann, ich war eben so irritiert. Ich dachte, wir müssen alle Steine besiegen, damit die sie irgendwie auflösen. Aber anscheinend müssen wir in dem Fall einen Stein zweimal angreifen. Okay, ansonsten hätte es mich auch gewundert, weil es ansonsten zu lange dauern würde. Das heißt, wir müssen statt viermal und zweimal angreifen. Dann müssen wir aus der Falle rauskommen können. Der Angriff ist ein bisschen stark, okay. Weil anscheinend greift es nicht nach Sekunden an, sondern nach Frames. Oh, eventuell doch nach Sekunden. Aber okay. So leicht nicht, Magaletta. Senia kämpft hier nicht alleine. Wie mies! Doppelschild! Krass, Magaletta.
Leider wird sie uns immer die Hälfte Lebenspunkt abziehen können. Aber dafür regenerieren wir auch schnell, wenn wir unsere R-Angriffe einsetzen. Sie will jetzt Fuchs Teufelswild hier machen. Ich laufe ein bisschen rum. Der Margaretta, du stehst auf mich. Alter, so mies. So. Wieso? Ich bleib hier einfach stehen. Okay. Gut. Hätten wir so weitergemacht, hätten wir es vielleicht geschafft. Aber nur vielleicht. Wir hatten unsere Strategie. Die war gut. Die war wirklich gut. Die Musik macht mich einfach nur traurig. Ich bin froh, dass sie sich nicht zu einem Monster verwandelt hat. Sondern sie ist einfach Margaretta. Also das ist mir ein bisschen wert. Wir holen uns nämlich schnell. Gut. Genau so, so soll es sein. Sie soll sich wegteleportieren. Sonst habe ich ein bisschen Probleme. Wenn sie nämlich stehen bleibt. Ja, das war toll. Bisschen blöd. Also wenn wir jetzt noch einmal verlieren, dann machen wir Story halber Normalmodus. Weil, das ist ja nicht so schlimm. Wenn man mal hart muss probieren, um zu gucken, ob jede Gegner so drauf ist. Aber ich wollte euch ja nämlich die Story zeigen, deswegen müssen wir nicht unbedingt Hardmodus machen. Ich weiß ja, ob es der letzte Boss ist. Ich weiß es nicht. Denn wenn, dann werden wir trotzdem unsere Sachen zu Ende machen. Ich meine, die Minibosse wollte ich noch besiegen, die restlichen. Und dann können wir auch die restlichen Bosse, falls wir sie gegen sie nochmal kämpfen können, auf Hardmodus versuchen. Ja. Ah! Doppelangriff, Margaretta. Doppelangriff. Hallo. Okay, wir versuchen es nochmal. Weil die uns nämlich direkt ausgenockt hat. Okay, das heißt, auf warmem Boden darf man nicht laufen, weil die noch aktiv sind. Wenn schon der letzte Boss ist, dann... Oh Gott, oh Gott. Dass wir schon so weit sind... Sind wir denn... Wir ignorieren uns, das ist uns wichtig. Alter. Diese warmen Böden. Das sind gefährlich. Richtig gefährlich.
Das macht mir wirklich Angst. Ihre Attacken macht sie wirklich gefährlich. Ich hatte noch 16 Lebenspunkte übrig. Also das Spiel kann einem wirklich trollen. Aber wir machen auf jeden Fall jetzt Normalmodus. Weil dort müssten wir weniger Schaden kriegen und somit müssten wir auch länger durchhalten können. Weil nämlich unser Durchhaltevermögen ist gut. Aber nicht gut genug für Hardmodus. Wir haben jetzt nämlich gesehen, was hier alles drauf kann. Ich weiß nicht, ob sie auch sich beschleunigt im Normalmodus. Wir haben 2/3 ihrer Lebenspunkte abgezogen gehabt. 3 Magaletta. So, ich benutze das Q, um auszuweichen. Ich lasse dich nicht so leicht entkommen, Magaletta. Ach. Hat sie die Attacke 2 bei uns eingesetzt? Das wäre richtig krass. Wenn sie die Attacke nämlich 2-mal eingesetzt hat, auf einem Feld, das wäre wirklich krass, denn sie macht dann doppelt 50, okay, sie macht hier 50 Schaden statt 70, das ist trotzdem viel.